warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Auf ins Wochenende mit diesen Themen. Zum Test: Hochwasserrückhaltebecken wird geprüft. Zum Gucken: Winkler-Gymnasium öffnete Türen. Und zum Abschied: Erinnerung an Friedi Richter. Glück auf nochmal in dieser Woche. Hier sind Ihre Nachrichten aus dem Erzgebirge. Am 12. Februar fanden mehr als 130 Teilnehmer, Betreuer und Helfer den Weg ans Loipenhaus im verschneiten Johanngeorgenstadt zum ersten grenzüberschreitenden Ski-Orientierungslauf. Da Frau Holle über Nacht noch einmal kräftig ihre Betten gelüftet hatte, konnten die Posten erst am frühen Morgen ausgebracht werden. Aufgrund der angespannten Straßenbedingungen über den Erzgebirgspass verspätete sich ein Bus aus Tschechien auch leicht, wodurch die Organisatoren den Start kurzerhand um 45 Minuten nach hinten verschoben. Alle Starter konnten aber 10.45 Uhr auf die Strecke geschickt werden, um so viel wie möglich Posten in den vorgegebenen 45 Minuten zu finden. Zwischenzeitlich zeigte sich sogar die Sonne. Die Helfer des WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. versorgten die ersten im Ziel eingetroffenen Läufer mit warmer Verpflegung. Jeder Läufer, der das Ziel erreichte, studierte sofort seine Punkte und erzielten Laufzeiten. Anschließend verglichen alle Teilnehmer ihre Ergebnisse und Routenwahl untereinander. Unser Ziel, Kinder raus in die Natur zu bringen, Sport zu treiben und sich auch kulturell auszutauschen, wurde zu 100% erreicht, resümierte Mike Lindner, Vereinsberater für Veranstaltungen beim Kreissportbund Erzgebirge e.V., die gelungene Veranstaltung. Am Hochwasserrückhaltebecken in Neuwürschnitz wird derzeit zur Probe gestaut. Dafür hatte man die Niederschläge der letzten Tage und die Schneeschmelze zwischendrin genutzt. Dieser Test der Funktions- und Betriebssicherheit war aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen. Er wird von den Mitarbeitern der Landestalsperrenverwaltung permanent begleitet und überwacht. Angestaut wird das 2017 fertiggestellte Becken bis auf ein Stauziel von knapp 8 Metern. Dabei sollen rund 400.000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden. Das entspricht etwa 40% des Gesamtvolumens. Während des Anstaus und in der Zeit eines konstanten Pegels werden umfangreiche Messungen und Funktionstests durchgeführt. Die Ergebnisse sollen für den späteren Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens genutzt werden. Nach Abschluss der Untersuchungen wird das Becken Anfang März 2019 wieder entleert. Der Stauraum des Beckens darf während des Probestaus nicht betreten werden. Schülerticket, Azubi-Ticket, Sachsentarif und mehr Angebot. Verkehrsminister Martin Dulich, SPD, hat sich gemeinsam mit den Verbandsvorsitzenden der ÖPNV-Zweckverbände, dem Präsidenten und Geschäftsführer des Sächsischen Landkreistages sowie dem Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags auf zentrale Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Freistaat verständigt. Die Verbandsvorsitzenden der ÖPNV-Zweckverbände wollen die getroffenen Vereinbarungen nun in ihre Verbandsversammlung einbringen. Zum 1. August 2019 soll für alle Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen das sogenannte Azubi-Ticket eingeführt werden. Das ganztägig und ganzjährig verbundweit gültige Ticket soll 48 Euro kosten. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 soll zum Abgabepreis von 10 Euro im Monat zunächst ein verbundweit gültiges Schülerfreizeitticket eingeführt werden. Das Ticket gilt Montag bis Freitag ab 14 Uhr am Wochenende und in den sächsischen Schulferien ganztags. Mit einem landesweiten und in allen ÖPNV-Verkehrsmitteln gültigen Sachsentarif als Dachtarif sollen die unterschiedlichen Tarife im Freistaat harmonisiert werden. Zudem sollen Qualität, Umfang und Anschlussmöglichkeiten der Bus- und Bahnlinien überprüft und angepasst werden.
Die Opposition sieht das nur als Wahlkampfmanöver. Vieles würde in die nächste Legislaturperiode verschoben. Im Doppelhaushalt seien zu den Maßnahmen keine Zahlen gegenübergestellt. Halbgare Lösungen würden als Nonplusultra verkauft. Was wäre denn die kindliche Fantasie ohne Bücher? Drachen, Ritter und Prinzessinnen, Märchen und Erzählungen. In Chorlo haben jetzt viele Bücher den Besitzer gewechselt, gelangten wieder in wissbegierige Hände. Zu diesem Büchercafé, natürlich mit einem Kuchenbazar, hatte die Johanniter Kindertagesstätte Haus für Kinder in Chorlau eingeladen. Tolle Schätze von zu Hause hatten sie mitgebracht. Wer sie mitnehmen wollte, konnte sie gegen einen kleinen Obolus erwerben. Die Einnahmen kommen den Kindern selbst wieder zugute, denn der Erlös soll in die Umgestaltung des Gartens in der Kita gesteckt werden. Das Büro der Schiedsstelle befindet sich weiterhin im Auer Rathaus, allerdings ab sofort gegenüber der Auer Stadtinformation im ehemaligen Ratsstübel mit Zugang im Eingangsbereich des Rathauses. Hier finden auch die Sprechstunden des Friedensrichters donnerstags von 15 bis 18 Uhr bzw. nach Vereinbarung statt. Zum Bezirk der Schiedsstelle Auerbad Schlema gehören die Städte Auerbad Schlema, Eibenstock und Lauter-Bernsbach sowie die Gemeinden Schönheide und Stützengrün. Das Verfahren vor den Schiedsstellen dient dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Einigung der Parteien beizulegen. Die Schiedsstelle ist zuständig bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, bei Ansprüchen aus dem Nachbarrecht und bei Privatklagedelikten des Strafrechts. Nein, einbrechen muss man hier nicht wie die Olsen-Bande zu ihren Glanzzeiten. Hier ins Clemens-Winkler-Gymnasium Aue gelangt man auch ganz ohne kriminelle Energie. Voraussetzung? Man muss etwas lernen wollen. Und weil gerade jetzt die Schüler der 4. Klasse in den Grundschulen vor der wichtigen Entscheidung nach dem zukünftigen Bildungsweg stehen, hatte die Bildungseinrichtung mächtig aufgefahren. Musikalisch, im Sport und in den Fachkabinetten sollten sich potenzielle Schüler und deren Eltern einmal zeigen lassen, was es bedeutet, den Weg zum Abitur zu gehen. Diese Entscheidung, so heißt es aus dem Clemens-Winkler-Gymnasium, müsse fundiert getroffen werden. Bei einer Schulführung oder einem individuellen Rundgang wurden die Profilrichtungen verdeutlicht. Hier sind es natur- und gesellschaftswissenschaftliche und sportliche Profile. Englisch, Spanisch, Französisch und Latein werden als Fremdsprachen gelehrt. Es gibt eine Sportklasse. Der Tag der offenen Tür lebte vom Mitmachen von interessanten Vorführungen und natürlich von der neuen Turnhalle. Dazu sollte keine Frage offen bleiben. Vom Ganztagsangebot bis hin zur Schülerbeförderung. Mit der Bildungsempfehlung fürs Gymnasium können Eltern ihre Kinder nun bis zum 8. März im CWG anmelden, wenn sie sich dafür entschieden haben. In der Themenübersicht war es ja bereits angeklungen, ein Urgestein, ein Original ist nicht mehr unter uns. Der Hommersdorfer Mundartsänger und Sprecher, aber auch Museumsfriseur Friede Richter ist in gesegnetem Alter gestorben, nur wenige Tage nach seiner Ehefrau. Es hat ein bisschen gedauert, bis uns diese Nachricht erreichte. Aber im Archiv war schnell gefunden, was den bis zuletzt ganz aktiven Menschen ausmachte. Vor etwa 5 Jahren konnten wir ihn in seinem musealen Friseursalon besuchen und auch zuhören. Das zeigen wir Ihnen jetzt nochmal. Der letzte Schnitt für Friede Richter. Ein Mensch mit ganz besonderen Gaben und Fähigkeiten. Ein solcher ist Friede Richter. Wir treffen ihn in seinem Friseursalon. Seit 1947 lebt Friede Richter in Hommersdorf. Mit seinem Heimatort fühlt sich der Friseurmeister, Mundartdichter und Liederschreiber eng verbunden. Richters Zeit in Hommersdorf begann vor 67 Jahren. Nach dem Krieg 1947 hat seine Familie ihr Friseurgeschäft in der damaligen Gastwirtschaft Erbschenke eröffnet. Vorher war man schon in Wiesenbad für seine Kunden da. Friede erinnert sich noch genau an den Neuanfang. In Wiesenbad 1938 bei Vorderort Wiesenbad angefangen mit Arbeiten. Und
heute einen Herrensalon aufgemacht, direkt im Thermalbad drinnen, im Stempelhaus. Das ist das älteste Haus vom Thermalbad. Und da hatte kurz angefangen gegen den Sinkwies, war eingetürmt, musste zum Soldaten, stand das Ding im Leer. Auch in der Wohnung hatten wir aber auch mit in Café Verdien geholt. Und haben wir während des Krieges umgeholt bis Ende des Krieges. Und da mein Bruder kam dann nicht gleich wieder. Und da wollten die einen neuen Verseher reinholen. Und da haben wir noch Möbel ein bisschen in der Einrichtung, ein bisschen reiner Hammerstoffschöpfen, nochmal in der Scheune untergestellt. Und dann kam aus der Gefangenschaft mein Vater wieder. Und dann haben wir hier in Hammerstoff angefangen, in der Erbschenke. Und dann sind wir in den 50er Jahren hier eingezogen. Da haben wir das Geschäft hin und wohnen auch noch hin. Und das sei über 60 Jahre. Wenn Fredi heute sein Geschäft betritt, beginnt die Zeitreise in die Vergangenheit. Die gesamte Einrichtung ist noch genau wie damals, als er 1955 im Alter von 22 Jahren das Geschäft seines Vaters übernahm. Die Übernahme war an eine Bedingung geknüpft. Die Meisterprüfung. Diese absolvierte Fredi 1954 im damaligen Karl-Marx-Stadt. Damals wurden noch hohe Ansprüche an die jungen Meister gestellt. Übrigens, wo wir für die Meisterprüfung gemacht haben, da mussten wir eine Perücke machen. Dann mussten wir Kosmetik machen, dann mussten wir undulieren, historisch Frisur mit Ersatzteilen, Haarersatzteilen machen, Haarschneiden, Rasieren und Dauerwelle und Färben und Lookwelle. Das war unwahrscheinlich ein volles Programm. Das brauchen Sie jetzt so vieles, glaube ich, nicht mehr zu machen. Ich glaube, Perücken machen, das ist ja ein Beruf für sich. Kosmetik ist ein Beruf für sich, Hautfriseur ist ein Beruf, Darmfriseur ist ein Beruf. Das waren ja vier Berufe, wo ich nur eine Prüfung machen muss. Und das ist halt, also wie ich unterrichtet bin, ist es halt nicht mehr so. Aber teuer ist es geworden. Mhm. Und vielleicht auch für manche nicht erschwinglich. Und zu der Zeit, wo ich einen Meisterbrief gemacht habe und die Lehrgänge in Kornrück, dort war das noch, da kam auch die Kaltwelle auf. Und ich war eigentlich der erste Miet, die Kaltwelle gemacht haben, eigentlich der Pionier mit von den Kaltwellen, weil wir die ersten waren, die Kaltwelle gemacht haben. Nach 50 Jahren als Meister im Geschäft bekam Fredi Richter am 30. November 2004 den goldenen Meisterbrief von der Handwerkskammer in Chemnitz überreicht. Heute frisiert Fredi immer noch. Seine Frau und enge Weggefährten kommen gerne in seinen nostalgischen Salon. Sie lieben die Bescheidenheit und bewundern die Robustheit der Maschinen. So stammen die Haarschneider alle aus den 1930er Jahren. Treu verrichten sie noch immer ihren Dienst. Über seinen Laden spricht Fredi gerne. In meinem Museum ist noch Leben, sagt er dann. Die Erinnerung an die früheren Samstage beflügeln den heute 82-Jährigen besonders. Sonst gab es nur Rasieren. Wie wenn du einen Haarschneiden kommst, dann haben sie gelinscht. Da stößt die ganze Bank hier voll Rasieren. Da kommen sie alle rasieren, da hat sie gerne selber rasiert. Und wie wenn einer Haarschneider reinkommt, müssten sie dann länger warten. Das war Chaos. Nur passieren, ganz in so einem Dörmitsch nur passieren. Hier war noch ein Stuhlrollen drauf, das gibt es nicht, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, also das Papier. Und die wurden hier reingemacht und dann wurde das bei jedem Kunden wurde das Papier weggezogen, wenn die drauflegen, dass es immer hygienisch war, dass sie nicht auf die alten Papier wieder drauflegen, die nächsten Kunden, können sie das Federstellen, Feder drehen und dann wurde es immer wieder sauber. Ja. Und die Stiele hier, die sind mit Luftpolsterung und die waren noch nie kaputt. Und ich glaube, die gehen nicht kaputt. Weil ich vielleicht 100, 200 Jahre alt bin. Die gehen nicht kaputt. So. Dann kann man die auch drehen. Wenn der nächste kippt, das ist wieder kalt. Über seine ursprüngliche Heimat, den Kurort Wiesenbad, hat Fredi ein Lied geschrieben. Der Autodidakt kennt keine Noten. Die melodischen Akkorde spielt er so lange, bis sie zu seinem Text passen. Weit über 20 Titel hat Fredi bis heute komponiert. Ich habe mein Lied geschrieben. Der größte Macht auf dieser Welt, es ist der Lieb und nicht das Geld. Was Gutes tut, eine kleine Mie, dann wäre der Hamid noch so schier. Thank you.
Wiesen von Laterne. Du ist euer neuer Beschluss. Komme leid von nah und ferne, ob sie klar sei oder grund. Kurgäst, sei du Aserbride, manche als Besucher mehr. Doch ein Wasser, danke Bühne, du gefällt's halt allen sehr. Sie im 14. Jahrhundert wurde Wiesenquall bekannt und da hat man sich gewundert, dass man dort Genesung fand. Manche kommen mit den Stacken, machten ohne Widerwort in der Wunderschiene Platten, waren sie viel erfolgreich dort. Und die meisten kommen wieder, weil sie zu gefallen hat, kennen wieder auf und nieder Slaven und erkennen nun, trafen wieder Altbekannte und es ist der Spaß, sie macht. Nur dabei im ganzen Lande wird mein Wiesenboot geehrt. In der Wiesenbootterne war mein Bruder mal versehrt. Das war in den 30er Jahren, ich erinnere mich noch sehr. Doch dann musste er zum Soldaten und es kam eine Schlachtzeit. Aus war's nun mit unseren Leuten, ja, du ist nun mal ihr Leid. Da ging zu Ende und mein Bruder kam zurück. Hammerstoff, das war die Wende und vielleicht ein großes Glück. Heute möchte ich mich bedanken für die wunderbare Zeit. Ja, dann nun, dann gibt's halt noch. Das Alte muss man ehren, ihr Leid. Ja, so werden wir Friedi Richter in Erinnerung behalten. Jetzt aber noch schnell zu den Veranstaltungstipps. Zu einer öffentlichen Führung lädt die Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus für Sonntag, den 17. Februar um 16 Uhr herzlich ein. Die Besucher erwarten Werke von 4 Künstlern, bei denen das Material Holz einen Schwerpunkt in ihrem Schaffen bildet. Präsentiert werden Holzschnitte und Holzdrucke in ganz unterschiedlicher Herangehensweise sowie Holzskulpturen und Grafikleuchten. Galerieleiter Alexander Stoll geht auf die individuellen Motive und Techniken und die biografischen Hintergründe der Künstlerinnen und Künstler ein. Die Ausstellung zum Jahresbeginn erinnert mit ihrem Titel Wegzeichen an den Galeriegründer Heinrich Hartmann. Die Auflage von 2019 ist noch bis 24. März zu sehen. Geöffnet hat die Galerie in Oelsnitz-Erzgebirge donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Am 22. Februar findet eine Waldbesitzerversammlung in der Gaststätte Finkenburg, Schlettauer Straße 105 in Elterlein statt. Beginn ist 14 Uhr. Dazu lädt der Forstbezirk Neudorf alle interessierten Waldbesitzer ein. Mehrere Stürme und die Trockenheit im vorigen Jahr haben zu einer noch nie dagewesenen Massenvermehrung von Borkenkäfern geführt. Insbesondere Fichtenborkenkäfer wie der Buchdrucker und Kupferstecher verursachten erhebliche Schäden in den Wäldern. Wie der Waldbesitzer diese Schäden erkennen und darauf reagieren kann, steht im Mittelpunkt der Schulung. Außerdem wird sich eine Forstbetriebsgemeinschaft vorstellen und über Vor- und Nachteile eines solchen Zusammenschlusses berichten. Anschließend wird noch eine Exkursion im Kommunalwald Schlettau-Scheibenberg angeboten. Auch in den Winterferien können sich alle großen und kleinen Fahrgäste auf eine herrliche Dampfzugfahrt durch die verschneite Landschaft freuen. Denn sowohl am 16. und 17. als auch am 23. und 24. Februar verkehren die Züge der Museumsbahn im 2-Stunden-Takt. Der erste Zug fährt um 10.05 Uhr ab Jöhstadt. Ihm folgen weitere Abfahrten um 12.05 Uhr, 14.05 Uhr und 16.05 Uhr. Ab Steinbach fährt der erste Zug um 11 Uhr. Fortfolgend 13, 15 und zuletzt um 17 Uhr. Auskünfte zum Fahrbetrieb, Informationen und vieles mehr erhalten Sie telefonisch von Montag bis Freitag unter 0373 4380 8037, verein@presnitztalbahn.de oder ganz aktuell im Internetauftritt unter www.presnitztalbahn.de.
Und das war's in dieser Woche. Auch für uns ist Wochenende. Wir bleiben aber am Ball und freuen uns, wenn Sie das auch tun. Zum Beispiel im Magazin zu jeder vollen ungeraden Stunde ab Samstag früh mit Erik Frenzel, mit einem Vogelzuchtweltmeister und vielen weiteren spannenden und informativen Beiträgen. Oder auch in unserem Wochenrückblick ab Samstagabend um 8 zu jeder vollen geraden Stunde. Gerne aber auch auf erztv.de und bei Facebook. Ihnen wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns auf die nächste aktuelle Ausgabe am Montag. Glück auf! Die Erler GmbH wünscht einen perfekten Start mit dem neuen Renault Kadjar. Der neue Kadjar. Ab sofort zur Probefahrt verfügbar in Oelsnitz und Eibenstock. Der Frühling kommt mit noch größeren Schritten. Am Samstag klettert die Quecksilbersäule schon auf Werte um die 12 Grad. Überall wird es tauen. Und auch die Sonne wird uns mit ihrer Frühlingskraft verwöhnen. Die kommende Woche startet ebenso mild und freundlich. Momentan scheint es aber noch ein vorübergehendes Gastspiel des Frühlings zu sein. Warten wir es ab.